Wir sind hier an der Lipschitzallee im kombinierten Bad des Bezirks Neukölln. Das Bad ist heute für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Der Grund ist ein besonderer. Es findet nämlich das dritte nationale Schwimmfest der Schwimmgemeinschaft Neukölln statt. Zu der Schwimmgemeinschaft gehören die drei großen Neuköllner Vereine, Schwimmunion, Schwimmclub und Freie Schwimmer. Dieses dritte nationale Schwimmfest begründet damit schon eine Tradition. Es hat von Jahr zu Jahr steigende Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Allein in diesem Jahr werden fast 700 Starter in den Einzelwettbewerben an den Start gehen und es werden 76 Staffelmeldungen oder es sind 76 Staffelmeldungen erfolgt, die jetzt hier heute und morgen durchgeführt werden. Heute, also am Sonnabend und am Sonntag. Ein großes Neuköllner Sportereignis also. Und ich werde nachher die Freude haben, hier Siegerehrungen durchführen zu können. Ein großes Sportereignis auch deswegen, weil wir Gäste nicht nur aus Neukölln und nicht nur aus den anderen Teilen Berlins haben, sondern auch aus dem Bundesgebiet. So sind Sportler aus Gifhorn hier, aus Münster und aus Göttingen. Und es ist ein besonderes Ereignis deshalb auch, weil zum ersten Male heute hier in dieser Halle die neue Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln ist. Vorsteherin ist so etwas wie eine Parlamentspräsidentin des Bezirks, nämlich Hannelore Bock. Und ich gebe das Wort weiter an Hannelore Bock. Bitte schön. Vielen Dank, lieber Frank Bielke. Ich freue mich ganz besonders, dass meine erste Amtshandlung, nachdem ich vor 2 Tagen gewählt worden bin, darin besteht, hier heute einen Teil der Siegerehrung durchführen zu können. Ich selbst bin gebürtige Neuköllnerin und freue mich ganz besonders, wenn in unserem Bezirk derartige Ereignisse stattfinden. Ich habe selbst über 35 Jahre lang Sport getrieben und werde auch in meinem neuen Amt den Sporten mit allen Kräften unterstützen und so weit es mir meine anderen Verpflichtungen lassen, werde ich auch sehr häufig an sportlichen Ereignissen teilnehmen. Meine Damen und Herren, liebe Sportkameraden, ich darf Sie noch als Stadtrat für Jugend und Sport sehr herzlich in Neukölln begrüßen. Und ich freue mich, dass dieses dritte nationale Schwimmfest, das von der SG Neukölln organisiert worden ist, diesmal wieder einen Teilnehmerrekord aufzuweisen hat. Das beweist, dass dieses Schwimmfest doch sich steigender Beliebtheit erfreut und dass die Unterstützung, die wir auch als Bezirksamt ein kleines bisschen haben beisteuern dürfen, zu Recht erfolgt ist. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal ganz besonders herzlich denjenigen danken, die in der Organisation dieses Schwimmfestes stehen, denn ich weiß, dass lange vorher und jetzt auch dabei eine Menge Arbeit anfällt, die zu leisten ist. Also einmal herzliches Dankeschön an die Organisatoren. Bevor wir jetzt zur ersten Siegerehrung kommen, möchte ich noch einen kleinen offiziellen Akt vornehmen, der darin besteht. Sie haben vorhin gehört, dass die neue Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln, Hannelore Bock, hier unter uns ist. Es ist hier ihre erste offizielle Amtshandlung in dieser neuen Funktion und ich möchte ihr deshalb einen Blumenstrauß überreichen.
zusammengefunden zum einem nationalen Schwimmfest. Die Startgemeinschaft Neukölln, bestehend aus den Vereinen Freie Schwimmer Neukölln, Schwimmclub Neukölln und Schwimmunion Neukölln. Wir haben hier unter anderem einen Gast aus Bückeburg, den ich Ihnen erstmal vorstellen möchte. Ja, mein Name ist Bernd Rennestand, ich bin der Vorsitzende der Startgemeinschaft Schwimmen Bückeburg. Und wir, die Bückeburger, bedanken sich recht herzlich für die wiederholte Einladung. Wir haben mit den Freien Schwimmern Neukölln bereits seit über 26 Jahren ein freundschaftliches Verhältnis und sind bemüht, diese freundschaftlichen Kontakte weiter zu erhalten. Ja, wir von den Freien Schwimmern haben aber nicht nur zu Bückeburg ein herzliches Verhältnis, sondern genauso zu unseren befreundeten Vereinen der Schwimmunion Neukölln und dem Schwimmclub Neukölln. Darüber hinaus aber auch zu Vereinen im Bundesgebiet. Ich denke nur an Leonberg, die leider diesmal nicht dabei sein können, weil sie ihre eigenen Meisterschaften haben. Aber dafür sind dann Münster, sind Göttingen dazugekommen, Gifhorn ist dazugekommen. Also eine starke Resonanz. Als wir vor 3 Jahren das erste Mal mit dieser Schwimmveranstaltung anfingen, haben wir nicht geglaubt, dass sie eine derart starke Resonanz führt. Wir wollen weitermachen und hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr noch mehr Vereine zu uns bitten können.